Spinnen besiegen, dann haben wir ein Bett. Weiß ich gar nicht, wie viele Spinnenseide haben wir überhaupt. Ich habe jetzt zwei. Ach ne, eine habe ich noch. Und es sind noch drei in der Truhe. Das heißt, wir haben jetzt vier. Ich könnte jetzt rein theoretisch einen Bogen machen. Oder du machst ein Stück Wolle noch, dann hätten wir fünf Wolle. Na, ich bin eher für den Bogen. Ich mache mir schon mal eine Schere aus Eisen. So, ich habe jetzt einen Bogen mit 32 Pfeilen. Okay, ich nehme mal diese Dinger schon mal für den nächsten Morgen. Ich weiß was, ich werde eine Schaffarm am nächsten Morgen bauen. Ja, wir brauchen aber erstmal wieder Holz. Und ich brauche mal eben kurz was zu essen. Bisschen Zombiefleisch. Hier ist mein letztes Stück. Danke. Alter Schwede, wie geht das? Was geht denn hier ab? Was könnten wir aus dem Gold machen? Keine Ahnung. Vielleicht Goldäpfel. Ja. Aber ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu wenig. Nein, es ist ja das normale Rezept. Wir sind ja nicht mal ultra hardcore. Oh ja, stimmt. Aus dem Gold kannst du ja Gold Nuggets machen. Stimmt, stimmt. Ich guck doch mal das Obsidian da in die Truhe, habe ich völlig vergessen. Wie viel ist das denn? 20? Boah. Wir können ein Netherportal bauen. Was ich jetzt erstmal machen werde. Musik an. Ja, dann mache ich mal kurz bei mir die Playlist aus. Spirik? Ja. Da war über unserem Haus ein Spider-Man. Spirik, wir spielen jetzt Scharfschütze und Sammler. Ich Scharfschütze und du sammelst einfach. Ja. Ah, wie laut das jetzt gerade ist. Ah, mal gucken, dass der Typ mich da nicht runterschießt. So weit können die, glaube ich, dann gar nicht schießen. Dann schieß mal. Ich schieß gerade auf ein Skelett da hinten. Tot. Da ist ein Creeper, vorsichtig. Na, der ist jetzt unter einem Baum, ich kann ihn nicht mehr treffen. Und einen Notenblock haben wir. So, jetzt ist er tot. Wir suchen aber Spinnen. Sind irgendwo Spinnen? Ja, Spinnen sind nicht in unserer Reichweite. Dann renn ich da mal hin und probier die. Oh nee, das sind zu viele Creeper. Ja, also da sind massenhaft. Massenhaft Spinnen, aber zu viele Creeper. Das kann man. Merkst du jetzt auch keine Besserung? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Vorsicht, ein Creeper nähert sich unserem Haus. Ich geh mal wieder rein. Ja. Ich mach meine ganzen Death Points weg. Also ich bin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal gestorben. Zombie ist tot. Das okay. Ist echt geil. Ich habe 22 Pfeile noch. Ich könnte dir 2 Pfeile geben, wenn du runterkommst. Aber ich glaube nicht, dass du runterkommen möchtest. Ja, oh, und ich habe jetzt hinter dem Haus einen Creeper getötet. Ich guck mal nach, ob der Gunpowder hat fallen lassen. Du hast jetzt gerade mächtig was geholt. Nein, da lag gar nichts. Ah, da habe ich es. Ich hab da hinten noch einen Creeper getötet. Komm, Spinni, Spinni, ich will die Spinne haben. Ja, ja warte. Ich habe eine Spinne. Perfekt. Töte selber, ich habe jetzt für Spinnen. Das ist unnötig. 2 Strings. Perfekt, haben wir dann genug? Weiß ich nicht. Nein. Ich hab hier oben noch eine Disk, ich werf die mal eben runter, warte. Uns fehlen. Warte mal, einer zum einen Block, uns fehlen noch 4 Strings. Oh, wir haben diese Horror-Schallplatte. Da kommt, nennt sich noch so ein Zombie und ein Creeper. Pass auf, da hinten ist ein, wenn du hier oben stehst, würdest du es sehen. Wenn du jetzt da hinten an dem Creeper vorbeigehst, oder ich töte den Creeper einfach mal kurz. Da hinten ist eine Spinne mit einem Zombie und einem Skelett. Siehst du die? Ich sehe sie nur mit einem Skelett. Oh, hier ist ein Zombie. Oh, hier sind 2 Zombies. Da sind 3 da. Und ist, glaube ich, noch einer gelaufen. Jetzt sind hier 3. Uah. Du bist aber unter einem Baum. Ich kann den nicht. Und ein Creeper. Ich verziehe mich zurück ins Haus. Vor allem, da ich kein Leben mehr habe. Geht weg. Ich vertreibe euch mit Musik. Na gut, ich mache die Playlist wieder an.
So. Ich komme jetzt mal wieder runter. Ich habe jetzt nur noch 2 Pfeile. So haben wir erstmal wieder ein bisschen Spaß gehabt. Ja. Sehr spaßig. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch immer getötet zu werden. Wieso, viele Wolle brauchen wir jetzt noch? 2. 2-mal Wolle. 2-mal Wolle? Ja. Ich könnte zwar die 2 Schafe spawnen lassen und mit der Schere scheren, aber wo würden die Schafe dann hinkommen von hier? Also ich habe jetzt 3 Strings habe ich noch. Er ist recht für 1. Nein, für... Ich habe jetzt 5 Strings. Das reicht. Warte mal, das reicht. Komm zurück. Für wie viel? Warte mal, aus wie viel Strings macht man nochmal? 4. Ja, dann reicht das. Warte, ich gebe dir mal kurz die Strings. Also ich schätze mal, wir dürften 8 Strings jetzt haben. Also ich habe jetzt 2 Wollblöcke und da sind die restlichen. Ja, okay. Das heißt, wir können, aber wir brauchen... Wie viel Holz? Ja, uns fehlt 1 Holzstück. Einfach mal kurz aus der Wand genommen. Bett Nummer 1. Und Bett Nummer 2. Ne, die Knochen behalten wir mal so für die Hunde. Ach, verdammt, ich wollte gerade noch das zweite Bett platzieren. Ich lieg. Ja, ich auch. Perfekt. Jetzt haben wir auch schon die erste Nacht um. So, jetzt verbrennt erstmal draußen alles. Pilzflecht. Ich habe mal das Eisen zusammengepackt. Mhm. Werd mal kurz. Ich mach mir mal kurz ein Eisen. Oh, ich wollte mir gerade ein Eisenschwert machen. Ja, ich wollte mir gerade eine Eisen. Axt machen. Na gut, dann holst du mal ab und dann geh. Na, was soll ich dann machen? Auf den Creeper hier aufpassen, der direkt vor unserer Haustüre steht. Warte, wie viele Pfeile habe ich? 3 habe ich noch, okay. Das dürfte reichen. Gehe ich von hier doch dann drauf. Na gut. Ja, toll, der letzte Pfeil ist abgeprallt. Ach ja, stimmt, ich habe ja Timber Mod drinne. So, der Creeper ist tot. Da ist ein Enderman. Spawn. Enderman. Ja, und das heißt, ich kann diesen Baum auch einfach abbauen. Boop. Yay. Okay, jetzt können wir mal dankbar sein, dass ich den Timber Mod noch nicht rausgemacht habe. Ja. Ich finde, das ist eigentlich auch kein Rumgecheater. Da ist noch ganz schön viel vor unserer Hütte. Und genug Holz haben wir jetzt auch erstmal. Guck mal, wenn du ein paar Skelette getötet hast, ob du dann ein paar... Ich kann keine Skelette töten, da ich nur 2 Herzen habe. Okay, wir brauchen dringend was zu mampfen. Und wir brauchen Kohle. Ja, Kohle können wir ganz schnell machen, indem wir Holzkohle machen. Ich box jetzt mal ein paar Skelette um. Und wir brauchen Stein. Stein brauchen wir. Mhm. Da muss ich mir noch eben eine Spitzhacke machen. Das einzige Material, woraus wir jetzt Spitzhacken machen können, ist Eisen. Ne, ich hab doch Stein. Ach so. Ich mach mir kurz ein paar Steinspitzhacken und den Rest kriegst du. Hier, 62 Stein. Okay, danke. Hab ich noch Zombiefleisch? Ja, ein Stück. Aber da wir ja jetzt so gesehen genug Holz haben, werde ich mal anfangen mit der Schaffarm. Oder soll ich eher erstmal für den Anfang für Essen sorgen? Weil ich würde erstmal für Essen sorgen. Okay, dann fangen wir erstmal mit der... Ach, was brauchen... Ich packe einfach mal Schweine und Hühner zusammen. Ah, da fällt auch die Riesenbäume mit dem Timbermod. Mhm. Ah, ich habe 2 Äpfel gekriegt. Ne, 3 Äpfel sogar. Das ist echt nicht schlecht.
Warte, ich gebe dir mal eben die zwei Äpfel. Einen brauche ich selber. Ich brauche gerade keinen Apfel. Ich brauche... Apfel. Ja. Habe ich das Wort richtig gesagt? Nein, du musst dabei springen, wenn du Portal 2 machen möchtest. Spheric. Ja? Dreh dich um. Geht gerade nicht, ich bin am Craften. Dreh dich um. Nein. Okay. Dann ersetze ich mal eben kurz den Band hier, den Baum in unserer Wand. Naja, mach das. Aha, ich habe es richtig gemacht. Ich habe eine Zauntor. Warte, lass uns doch hier hinten einfach Zauntor reinmachen. Ja, jetzt ist hier ein Zauntor schon drin. Hier können wir dann eine richtige Tür reinmachen. Lass mich meine Tiere platzieren. Ja gut, aber erstmal, was hast du an Tieren? Wir müssen aufpassen, dass wir die nicht verlieren durch irgendeinen Creeper oder... Ich habe 3 Schweine, 2 Hühner. Und dann in der Kiste sind auch noch 2 Kühe. Ja, dann spawnen wir erstmal die Kühe. Kühe brauchen wir ja im Prinzip nur für Nahrung. Und für ein bisschen Rüstung. Weißt du was, ich leg mal eine Farm an. Gute Idee, ich gebe dir mal meine Seeds. Ach super, jetzt habe ich die Seeds weggeschmissen. Die wollte ich dir zu. Hast du noch ein paar Zäune? Ja, 12, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Hey! Blöde okay. Kuh, raus mit dir! Blöde Kuh, raus mit dir! Wieso machst du den Scheiß auch hier hinten auf? Geh weg! Ja, ich hab gedacht, du wolltest da hinten das Zauntor hinmachen. So. Ich brauch eine Türe. So. Ja, mein Freund, ich brauchte kurz ein bisschen Holz. Deswegen hab ich mal kurz. Ich werde noch. Bist du sicher, dass du keinen Apfel brauchst? Ich hab selber. Alles klar. Ich hatte gerade kurz einen Lag. Lag. Also wenn wir Bäume fällen, dann sollten wir so gut wie alle fällen wegen dem Timbermod, weil ja, du siehst, was passiert. Was denn? Die ganzen Blätter gehen ab. Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt ab der neuen Folge des Battles, die irgendwann kommen wird, wenn wir wieder aufnehmen, der Timbermod raus ist. Okay. Weil zum Beispiel, wenn man sich im Wald verstecken würde und dann einen Baum abholzen würde, dann würde sofort alles auffallen, weil die ganzen Blätter wechseln. Habe ich noch nie gesehen, dass das Eck weg ist. Und ich rede so viel, so langsam tut mein Hals weh. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Na gut, da muss ich ein bisschen. Muss doch nicht mehr. Okay, Spare Ribs ist wieder da. Yay! Meine Stimme geht langsam weg. Ich habe in letzter Zeit zu viel Portal 2 aufgenommen. Ah, meine arme Stimme. Ah, so langsam habe ich das Gefühl, ich werde heiser. Vielleicht wirst du es sogar. Wenn, dann wäre es nicht gut. Aber wieso ist meine Mausempfindlichkeit so niedrig? Jetzt geht schon wieder besser. Ah, schon viel besser. Wie wär's, wenn wir unser Haus jetzt erstmal aus Holz bauen? Ich würde es erstmal lassen, da ein Creeper kommt. Bist du, blöder Creeper? Creeper. Ich bin der Krebsmeister. Meister. Kennst du das? Nö. Sivage D. Wir müssen hier hinten auch noch Zauntore einbauen. Puff. Und. Puff. Ich mache aus den Äpfeln, mache ich Goldäpfel. Dann regeneriert sich mein Leben sofort. Ich brauche 2-mal Gold dafür. Um mir 2 Goldäpfel zu machen. Ah, verdammt, ich wollte eigentlich das Zauntor weglegen und nicht die Äpfel. Apfel! So, jetzt muss ich erstmal einen unendlichen Wasserbrunnen anlegen. Creeper in der Nähe, alles klar.
Hier ist ja unter dem Dirt direkt Stein. Ja, leider. So, jetzt muss ich Wassergräben anlegen. Nee, den Zeppelin kann ich auf meiner Farm nicht gebrauchen. Boah, ich habe hier gerade irgendwas zischen gehört. Der Creeper da will spannen. Dann lass ihn nicht spannen. Ja, aber ich hab grad nichts, um den zu töten. Wohl, ne. Ja, ihr denkt euch jetzt bestimmt, was ist denn für ein Trottel, das Wasser doch reicht zwei Felder weit. Muss ich schon wieder alles zumachen und neu anfangen. Das Wasser reicht sogar vier Felder. Bei Weizen? Bei Weizen. Wolle! Und noch mehr Wolle! So, also wenn wir... Und ein Creeper! Pass auf, dass sie nicht draufgehen. Ja, die sind zwar jetzt nicht draufgegangen, aber sie verpissen sich. Ja, genau. Beide Schafe und eine Kuh. Können wir nachher mit Weizen wieder einfangen. Hoffentlich. Ja, ich bin schon dran mit dem Weizen. So, 1, 2, 4. Gut. Dann musst du alleine sein, du kleines Küchchen. Wenn deine Freunde wollen, abhauen. Und dreimal Schweinchen. Hast jetzt alles gespawnt? Ja. Hätte ich jetzt nicht gemacht, aber... Warte mal, wieso brauchen wir eigentlich dann... wieso sollten wir eigentlich die Tiere einfangen? Die können doch hier eh nicht weit weg. Ja, stimmt schon, aber... Ich mach... Das erstmal sicherer, wenn die so... Die können aber dann so gesehen eh gar nicht abscheißen, weil die Creeper, die greifen die ja nicht an. Also die Monster. Ergibt Sinn. Und wir brauchen dringend Kohle. Ich lass die Tiere frei.